Wir sind hier in Hattingen, leider Gottes halt eben nur noch ein Industriemuseum. Und unsere Befürchtung ist natürlich halt eben, dass das weitergeht mit Museen machen aus dem, wo früher Menschen gearbeitet haben. Hat auch damit zu tun, dass entsprechende Kaufkraft bei den Leuten ist, um Produkte auch zu kaufen. Und dafür sind wir heute hier, um den Auftakt zu machen für unsere Tarifrunde 2013 mit unserer Forderung 5,5%. Wir haben den Erfolg mit erarbeitet, wir haben das verdient. Und wir wollen ein Stück von dem großen Kuchen abhaben, weil man sieht, wir befinden uns nicht in der Krise, die uns zwar vorgeredet wird von den Arbeitgebern und Unternehmern, aber wir sehen es halt anders. Ja, junge Menschen brauchen eine Perspektive in Deutschland. Sie müssen sich eine eigene Wohnung leisten können, ein eigenes Auto, damit sie auch zu ihrer Arbeitsstelle kommen, weil es ist nicht mehr so wie früher, dass man in der Nähe einen Job findet. Man muss jetzt weiterfahren und dafür muss man heutzutage mobil sein und flexibel sein. Und deshalb brauchen wir mehr Geld. Ich kriege noch eine verhältnismäßig gute Rente, aber meine Kollegen, die noch im Arbeitskampf stehen, im Arbeitsleben stehen, haben immer mehr Schwierigkeiten, ihre Sachen zu bezahlen. Weil ihnen immer wieder mehr abgenommen wird, zum Beispiel in meiner Firma, wo ich gearbeitet habe, arbeiten teilweise Leute 5 Stunden umsonst in der Woche. Und das ist unmöglich und die brauchen jeden Pfennig. Ja, die 5,5% sind schon deswegen gerechtfertigt, weil sie einfach verdient hat. Wer Industrieproduktion nicht kennt und bei Industrie einfach nur an Dreck denkt, der sollte mal halt die Gelegenheit nutzen, um sich mal eine Fabrik von innen anzugucken. Wenn man sieht halt eben, in was für Takten da gearbeitet wird, in was für unergonomischen Körperhaltungen auch heute noch im Jahr 2013 gearbeitet wird, der weiß, was es heißt, halt eben sein Geld zu verdienen. Wir brauchen die 5,5%, weil wir unsere Kaufkraft stärken müssen in Deutschland. Wir müssen der Wirtschaft einen Aufschwung garantieren. Und wir müssen uns einfach wieder etwas leisten können. Ja, das war jetzt ja hier die erste Regionalkonferenz. Da gibt es natürlich auch noch eine zweite Regionalkonferenz. Am 22. April ist nochmal die zweite Verhandlung steht dann an. Und am 24. April, wenn diese Verhandlung ohne Abschluss ist, dann wird am 24. April die Tarifkommission nochmal zusammenkommen. Und ab dem 1. Mai können wir in den Streik gehen. Gut, also natürlich fordere ich alle auf, halt eben Mitglied der IG Metall zu werden. Oder wenn sie in anderen Branchen sind, halt eben auch da sich an ihre Gewerkschaften wenden, die zuständig sind. Ich will ein Beispiel nehmen, meine Schwester, die ist in einem Pflegeberuf tätig. Die sind miserabel organisiert und deswegen haben wir auch jede Woche halt Diskussionen darüber, halt eben so, dass sie so unglaublich schlecht verdient für die harte Arbeit an kranken, an schwerkranken, todkranken Menschen und wir im Gegenzug recht gut verdienen. Und das liegt einfach daran, weil wir einen hohen Organisationsgrad haben, eine starke Gewerkschaft, die sich für die Lohn- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder auch einsetzt.